Oh, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe hier einen schönen Satz. Ja, das ist bloß das Vorschaubild, was mit dabei ist, wo auch nochmal erklärt wird, wie die Folien angebracht werden und ja, welche Vogelarten hierbei sind. Leider sind sie alle in Englisch beschrieben. Also die Namen der Vögel sind in Englisch drauf. Und insofern muss ich da so ein bisschen passen. Bei dem hier würde ich meinen, das ist eine Meise, aber vielleicht habe ich auch eine Meise. Ja, nein, ich Spaß beiseite. Ich bin nicht ganz sicher. Es steht Gartenvögel. Ich bin mir sicher, dass das Gartenvögel sein werden, aber nicht nur in Deutschland. Ich denke mal, das sind Gartenvögel weltweit. Denn zum Beispiel vom Kolibri ist mir nicht bekannt, dass der in Deutschland beheimatet ist. Vielleicht irre ich mich auch, aber ich kenne eigentlich vom Sehen her, zumindest nicht immer namentlich, aber vom Sehen her eine ganze Menge Vögel, weil wir hier direkt am Rande des Naturschutzgebietes wohnen und sich allerhand Vögel herumtreiben und auch bis zu uns auf dem Grundstück finden, die man sonst eigentlich selten sieht. Ja, da sind wir eigentlich sehr glücklich und sehr verwöhnt, aber namentlich, da muss ich dann passen. Ich gehe jetzt einfach mal darauf ein. Hier sind wirklich schöne Vögel. Ja, ich drehe immer hin und her, weil die in verschiedenen Richtungen angebracht sind, so wie es auf dem Bogen gepasst hat. Ich will die für die Frühjahr-Sommer-Deko nehmen, obwohl ich eigentlich auch überlege, ob ich das meiner Tochter gebe fürs Kinderzimmer, damit dort ein paar schöne Vögel an der Scheibe kleben, wenn das Baby dann anfängt, die Augen zu öffnen und zu gucken. Das wird ja in kürzester Zeit alles passieren. Der Junge, der wird im Januar, Ende Januar, Anfang Februar geboren und bis der Sommer ran ist, wird der schon fast anfangen zu krabbeln. Ja, das geht ja ruckzuck. Die ersten Monate entwickeln sich die Kinder, also im ersten Lebensjahr entwickeln die sich so rasant. Was die da in der ersten Zeit alles lernen, ist unglaublich und wie sie heranwachsen. Insofern denke ich mal, ist das schön, wenn er sowas am Fensterbrett so hat, wenn auf seinem Fenster solche Sachen angebracht sind, dass er ein bisschen gucken kann. Wie auch immer, das ist Adhäsionsfolie. Das sind keine Klebebilder, sondern Haftebilder. Die haften an der Scheibe, die kleben nicht. Ich will das mal kurz demonstrieren. Ich finde sowas richtig schön. Schaut mal. Beidseitig zu sehen, alles schön eingefärbt und es klebt nicht, sondern es haftet an sauberen, fett- und staubfreien Flächen. Also bevorzugt das Fenster erst kurz putzen oder zumindest nebelfeucht einsprühen und dann die Folie aufbringen, dann hält das. Aber ich würde mehr zum Putzen tendieren, denn auf einer ja, angefeuchteten Scheibe einfach so aufgetragen. Nein, ich glaube, ich bin da mehr so der Typ, ich würde dann putzen, das geht genauso schnell. Aufgetragen dann und dann haften die richtig gut. Und wenn man die wieder abmachen will, wenn dann eine andere Jahreszeit ist oder eine andere Dekoration dann angebracht werden soll, jahreszeitlich bedingt, dann kann man. Ich habe da mit meinen Nägeln bin ich sowieso gehandicapt, aber ich hatte zuvor, als ich solche Nägel noch nicht getragen hatte, auch immer Schwierigkeiten. Mit der Zeit tut das dann an den Fingerspitzen richtig weh, wenn man immer so kratzt, um Anfang zu kriegen, um das wieder von der Scheibe runterzunehmen. Man muss ja irgendwo erstmal ziehen, bevor man das saugt sich wirklich fest. Das hält richtig gut. So, und da nehme ich jetzt immer eine Teigkarte und zwar solche, die man zum Backen auch nimmt, um den Teig zu trennen. Wenn man Hefeteig zum Beispiel hat, so ein Stück, da hat man solche dünne Plastikkarte, Kunststoffkarte, und da kann man immer so Stücken abtrennen. Und diese Karte nehme ich, da schubse ich immer so ein paar Mal mit der flachen Seite dagegen und da habe ich einen Anfang, kann anfassen und kann es runterziehen. Diese Folienblätter hier, die hebe ich mir auf, nehme die überschüssige Folie, die hier ringsherum ist, diese ganze Umgebungsfolie, die ziehe ich runter und behalte nur das Blatt übrig. Und wenn ich dann später die Vögel wieder abnehme vom Fenster, kann ich die hier wieder raufkleben. Brauche nicht auf irgendwelche Öffnungen achten, wo sie reinpassen müssen. Dann kann ich sie wirklich einfach so auf dem Bogen wieder raufmachen, weil diese überschüssige Folie dann nicht da ist und dadurch sortiert sich das viel schöner wieder ein. Ja, und dann kann man diese Vögel nämlich immer wieder verwenden. Jedes Frühjahr können die wieder ran und jeden Herbst können die wieder in die Tüte, auf die Folie zurück, weil oder auf den Bogen zurück, weil dann ja
Weihnachten ist, weil Halloween davor noch ist und so. Also es sind so viele Gelegenheiten, wo man schmückt. Ich finde die ganz toll. Ich empfehle die sehr, sehr gerne weiter. Ich finde zwar den Preis 11,99 € etwas hoch, muss ich gestehen. Aber sie sind einfach schön. Ja, sie sind einfach schön, diese Vögel. Die sehen wirklich gut aus. Und insofern will ich nicht diejenige sein, die sagt, die sind es nicht wert. Sie sind es wert. Ich bin dafür und empfehle die gerne weiter. Das war's von mir. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.